Ja, hallo, ich habe hier meine alte elektrische Zahnbürste. Das ist hier die Philips Sonicare. Und in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man hier die Batterie wechselt. Der ganze Prozess dauert weniger als 15 Minuten. Und als Werkzeug benötigt man eigentlich nur einen guten Lötkolben. So, ich fange damit an, dass ich die Zahnbürste hier auseinandernehme. Und dafür benötigt man eine feste Unterlage. Ich habe hier so ein Metallblech, das ich hier bei mir auf den Tisch lege. Und dann drücke ich hier ganz heftig mit der oberen Seite der Zahnbürste dagegen. Falls das dadurch noch nicht aufgeht, dann kann man da auch einfach mal ein paar Schläge, sanfte Schläge gegen machen und danach sollte eigentlich die Zahnbürste hier von unten her aufgehen. Und dann kann man hier das gesamte Gehäuse dann einfach abziehen und dann haben wir hier die Innereien. Und dann hier in grün auf der linken Seite, da sehen wir jetzt die alte Batterie, die inzwischen nicht mehr in der Lage ist, die Ladung sehr lange zu halten. Und dann habe ich hier die Ersatzbatterie, die gucke ich mir mal genauer an hier, die Nummer, Kennnummer hier heißt ICR 14500. Diese Batterie hat 3,7 Volt und das Wichtige ist, dass hier an der Seite diese Metallstreifen schon angelötet sind. Seht ihr die am Pluspol und am Minuspol? Da sind beide diese Metallstreifen dann. Denn diese Streifen hier, die gehen hier in das Motherboard hier rein. Siehst du hier, auch wenn wir genau gucken, dann sehen wir das Plus-Symbol und das Minus-Symbol an dem Motherboard und dort ist dann die Batterie festgelötet. So, und da wir natürlich erstmal die alte Batterie rausnehmen müssen, muss ich die hier erstmal auslöten. Habe ich hier meinen Lötkolben und hier so einen kleinen Vakuum, so eine kleine Vakuumpumpe. Und dann ziehen wir mal kurz das Lötzinn hiervon ab, damit wir dann gleich die Batterie herausnehmen können. Das ist erstmal für den Minuspol und dann machen wir das gleiche hier auch noch ganz schnell für den Pluspol. So, und nachdem wir den Lötzinn jetzt hier entfernt haben, da fällt die Batterie nicht sofort raus, sondern die Batterie ist hier nochmal in diesen kleinen Korb hier eingeklemmt oder eingeklickt. Das heißt, wir müssen hier mit einem kleinen Werkzeug das nochmal rausdrücken. Es geht aber ganz einfach. Und dann haben wir hier schon die alte Batterie. Sehen wir hier, das ist in dem Fall hier eine Sony-Batterie und die neue Batterie sieht genau gleich aus, bis auf die Farbe natürlich. Und das Einsetzen der neuen Batterie ist ganz einfach, also man kann da eigentlich gar nichts falsch machen. Dank dieser Metallstreifen an der Seite passt die Batterie wirklich nur in einer bestimmten Orientierung. So, hier der Pluspol muss nach oben hin zeigen und der negative Pol hier zum Ende der Zahnbürste. Und nun sollten wir auch hier die beiden Pins von der Zahnbürste schon durch das Motherboard, durch die zwei kleinen Löcher hier im Motherboard hindurch stecken sehen. Und nun löten wir hier natürlich die neue Batterie entsprechend wieder an. Das geht ganz schnell und dann als letzten Schritt müssen wir hier nur noch das Gehäuse wieder rüberstülpen. Da müssen wir natürlich kurz darauf achten, dass wir das in der richtigen Ausrichtung machen. Passt eigentlich auch nur in einer bestimmten Ausrichtung, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Wenn man hier von unten guckt, dann sieht man hier, dass das Gehäuse hier oval ist und auch dieser Knopf hier unten ist oval, das heißt, es passt nur in einer bestimmten Richtung hinein. Ja, und dann sind wir auch schon fertig hier mit dem Batteriewechsel der Sonicare Zahnbürste. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Und falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch unten einfach einen Kommentar.